Und die kommen nämlich 1A hier oben lang. Und dann sagen wir, ihr dürft noch hier oben alles wegfällen. Vollgas. Gut. Dürre hat begonnen. Gut. Zwei Baubiber. Die kommen die hier unten nicht ran gerade. Die kommen hier nicht hin. Siehst du mal. Deswegen ging ich habe mich schon gefragt, wir haben noch Holz, warum machen die da unten nicht weiter? Ja, na klar. Ja. Die Umfrage läuft im Übrigen, überstehen wir die zweite Dürre. Ja, ihr könnt eure Kanalpunkte jetzt noch sinnvoll investieren. Die Dürre hat mittlerweile den oberen Fluss erreicht. Und es werden neue Biber gerade geboren. Wir haben 4 Baby-Biber. 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 So, Wasser kommt. Wasser geht jetzt hier zurück und wird natürlich hier jetzt immer weiter abfließen. Spätestens beim nächsten Mal haben wir es dann noch voll. Hier oben läuft das gut, die eine Pumpe macht's gut, aber wir müssen 5 Tage überstehen. Das heißt, ich mache die Pumpe hier jetzt schon aus, damit das hier maximal lange durchhält. Ja? Ja, ja, Skefti, da heißt Helix Mountain. Ganz, ganz geile Karte. So, das heißt, die Baumanpflanzgeschichte läuft. Hier noch ein paar Kastanien oder sowas anbauen. Was ist mit ihm? Was ist sein Problem? Was hat er? Abgebrochene Zähne. Was ist, wieso hat er abgebrochene Zähne? Schoss auf Holzfällen. Können wir das irgendwie. Können wir ihm wieder neue Zähne anschrauben? Ladestation, Kontrollturm. Ich werde verrückt. Zahnarzt? Ey, unsere Biber könnten eigentlich mal so ein bisschen Gemeinschaft brauchen, oder? Aber nicht hier. Hier hinten, da wo es ekelhaft ist. Da wo keiner sein will. Hier hinten gibt es ein Lagerfeuer. Das bauen wir mal aus Fürsorgegründen. Ja. Ja, weiter kommen sie nicht als das. Da reicht die Reichweite des Distrikts hier nicht aus. Wir könnten das natürlich jetzt so machen, dass wir hier durchlaufen und das von innen bauen. Aber da brauchen wir die Treppe dafür. Das heißt, ich muss das hier für 70 Forschungspunkte investieren. Aber die Treppe ist kein Schaden, die ist nie ein Schaden. Die kommen doch, die schaffen das schon. Die schaffen das schon. Das schaut nur so aus. Gut, wir produzieren Holz. Holz wächst auch wieder, auch wenn das lange dauert, aber es kommt. Okay. Schlepperposten. Werkstatt. Dachterrasse. So eine Dachterrasse hätte auch irgendwie was, ne? Aber da brauchen wir erstmal ein Dach für. Hier vielleicht. So hier dran.
Mit einem Treppchen dazu? Und wenn dann so. So, pass auf, hier mit Treppe hin. Und dann hier mit Verbindung. Und dann haben die hier so eine schnicke Dachterrasse. Zahnschleifstein wird zum Schärfen abgebrochen. Yo! So, hier, bam. Was kostet der? Holz, ja, nur Holz, geil. Wir haben genug Essen, also wirklich genug Essen. Auch die ersten Sonnenblumen, die scheinen auch gut anzukommen. Unsere Rückstaufläche wird auch bald fertig sein. Sehr schön. Dann staut sich der Bereich hier auch noch auf. Dann haben wir das auch safe. Ich bin guter Dinge. Ehrlicherweise. Gut, 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 gut. So, die nächste Ladung Kinder kommt hier wieder. Die ist auch schon fast durch. Dann kriegen wir wieder Biebers, weil unsere Biber sterben nämlich auch immer wieder mal. Ne, also, da. Rorno starb an Altersschwäche. Das bedeutet, wir müssen unseren Biberstand, unsere Biberpopulation, müssen wir safen. Wird das Wasser eigentlich schnell verbraucht, wenn Pflanzen in der Umgebung sind? Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht, tatsächlich. Ich glaube, das Wasser verdunstet per Tick immer weiter. Ja, wir haben jetzt noch 1,5 Tage. So müssen wir jetzt quasi noch durch. Das Wasser ist aber schon unter Halbzeit hier. Ja. Mal gucken. Wie gesagt, auch den Bereich müssen wir dann stückweise abreißen und neu bauen, wenn es mal sich anbietet. So. Dann könnten wir jetzt hierher gehen. Kartoffeln müssen erst gemacht werden. Ne? Die müssen erst so Backkartoffeln funktioniert werden. So, wir könnten jetzt Blaubeeren anpflanzen. Dann könnten wir hier so ein schönes Blaubeerfeld ein noch bauen. Dankeschön! Sascha, vielen lieben Dank für deinen Support und zwar im Prime im 17. Monat. Vielen lieben Dank dir. Das ist unverschämt lieb von dir. Vielen, vielen Dank. So, machen wir das mal so. Und dann machen wir Folgendes, dann kommen hier noch zwei Bärensammler rein. Einer auf Standby und einer als Dauerhilfe. So, Wasserpumpen in Betrieb nehmen. Warte ich ehrlicherweise noch, bis Wasser kommt. Ich will die Felder laufen lassen und vor allem die Pflanzen, Bepflanzungen hier sollen durchgehend laufen. Wenn ich es irgendwie durchhalte, können wir schauen. Die Frage ist, halten wir das durch? So, ihn machen wir Pause. Ihn machen wir Pause. Da kommt jetzt nicht mehr so krass viel Holz rein. Und die letzte Baustelle ist schon im Prinzip durch. Das ist nur etwas übertrieben. Ach, sei doch nicht so. 19 Wasser haben wir noch. Wir warten jetzt mal, bis der... wir müssen mal ein bisschen gucken. Ja, okay, wir müssen es anschalten. Zumindest jetzt, auch wenn dann vielleicht eventuell alles austrocknet. Aber wir haben eben, genau das ist der Grund, ne? Genau das ist das, was ich immer sage. Wir haben zu wenig Wasserspeicher. Wir können sowas nicht lange genug durchhalten. 120 Forschungspunkte ist ein großer Wassertank. Und der ist es für mich auch wert. Weil dann bauen wir uns nämlich, der kostet auch Planken und Zahnräder. Aber der kostet auch Zahnräder. Was ist, was für Zahnräder? Wie waren das noch gleich? Da. Getriebe war das. Planken werden hier weiterverarbeitet. Weitere 100 Forschung brauchen. Okay. So.
So, schauen wir mal schnell, wo kommt denn jetzt das Wasser? Ist schon hier, okay. Ist schon im vorletzten Ring drin, bevor es zu uns kommt. Schaut gut aus. Ja. Okay, wir haben wieder ein Ziel erreicht. Dachterrasse, Lagerfeuer. Okay, durchschnittliches Wohlbefinden unserer Leute ist gut. Hier oben chillen sie so ein bisschen hier. Guck mal. Und er hier auch. Er gibt alles. Schau ihn dir an. Er gibt alles hier. Hier wird geschliffen, bis der Zahnspitz ist. Und die hier oben, schau mal. Okay, wir haben 4 Zuwachs. Und die ersten Kids vom letzten Wurf quasi werden auch schon wieder erwachsen. Sehr nice. Ich finde es tatsächlich schöner, Spelti, mit dem District-Mod zu arbeiten, um die District-Größe quasi aufzuheben, weil ich mit verschiedenen Distrikten nicht gerne arbeiten mag. Ich finde das viel passender und schöner, mit Größen, also quasi in einem Bereich, sich so weitestgehend auszudehnen und dann leichte Ausbauten irgendwo zu machen, dass man sagt, hier macht man mal zu oder sowas. Aber ich bleibe gerne auf der Karte in einem Distrikt, mehr oder weniger in einem Riesendistrikt drinnen als in 5 kleinen. Schaut für mich einfach besser aus. Den Mod habe ich aber jetzt nicht aktiv, den kann man aber einfach nachträglich aktivieren. Ist quasi gar kein Problem und macht auch eigentlich für mich mehr Spaß, weil ich das mag mit einem großen Distrikt. Ich will eh irgendwie cool in einer Ecke rumbauen. Ja, ich mag das, Nitrim, ich mag das wirklich so. Zentralisiert auf einem Haufen finde ich das immer ein bisschen hübscher. Es gibt den Thunderstore Mod Manager, heißt der, glaube ich. Und da kannst du auch für Timberborn einfach allerlei Mods installieren. Ich habe den Mod Manager damals rausgekriegt wegen Dyson Sphere. Da kann man auch richtig viele geile Mods reinbauen. Und da war es dann so, dass eben Timberborn auch in diesem Thunderstore Mod Manager drin ist. Und da kannst du dann richtig krasses Zeug noch machen. Und dann hebe ich auch generell eigentlich immer die Distriktgrenzen auf, weil das einfach für mich total bescheuert ist. Das musst dann trotzdem noch deine Bautrupps machen, damit die immer weiterkommen. Ja, also musst dann trotzdem stufenweise weiterbauen. Ja, aber das ist dann trotzdem ein bisschen einfacher, weil es nicht eine natürliche Grenze gibt. Wie in Dyson Sphere kann man Mods einbauen. Ja, sogar richtig geile Mods gehen, finde ich, in Dyson Sphere. Also richtig, richtig geile. Mit richtig besserer Grafik. Also mit, was haben wir da immer genommen? Den potenziellen Verbrauch aller Gebäude, wenn sie denn laufen. Der zeigt dir dann nicht nur, was du jetzt gerade verbrauchst an, sondern was potenziell alle Maschinen könnten, wenn sie vorliefen. Ah, richtig geil. Richtig, richtig gut. Oh, hier, guck mal. Schön am Lagerfeuer chillen, so muss das sein. Perfekt, oder? Perfekt. So, Wasser hinten. Wie schaut's aus? Kommt langsam vor. Generell ist da nicht so krass viel Druck drauf, ne? Volango, wunderhübschen guten Abend dir, hi. So, wir haben noch 15 Wasser in unseren Pumpen gespeichert. Wir haben aber generell 12 Arbeiter und einen Leerstand. Das heißt, wir haben aktuell zu wenig Beavers. Wir bräuchten noch weitere Biber, um alle unsere jetzt betriebenen Sachen mal durchtreiben zu können. So, jetzt kommt hier wieder Wasser an. Theoretisch könnten wir auch hier hinten einen eigenen Förster setzen.
später. Wenn, wie gesagt, wir haben ja jetzt hier Beeren ohne Ende angepflanzt. Aber wir könnten hier hinten einen eigenen Förster setzen, der nur Beeren hier anpflanzt und dann haben wir lauter Beerenbetriebe. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, Nachwuchs zu generieren, wären Beeren für uns eine Schlüsselressource, die wir jetzt gerade gar nicht mehr haben. Das heißt, wir könnten jetzt, selbst wenn wir wollten, unsere Jungtiere nicht mehr, versorgen. So, und jetzt ist es so, dass hier so viel Druck gerade drauf ist. Schön, jetzt speichern wir deutlich mehr Wasser hier auch weg. Wären jetzt nicht beide Pumpen eine gute Zeit? Jo, aber uns fehlen die Leute, ne? Wobei er hier tatsächlich mal nicht benötigt wird und er hier gerade auch nicht. Dann sollte die zweite Pumpe auch laufen. Ja, perfekt. Gut. Pumpen laufen, wir speichern wieder auf. Essen schaut tendenziell ganz gut aus. Auch da kommt gut Essen rein. Hier hinten sind die Beeren aber wieder ready. Da können wir auch wieder einen einsetzen. Den haben wir aber nicht. Dafür machen wir jetzt hier einen Bauarbeiter weniger. Dann müsste es ausgehen. Perfekt. So, wir haben 4 Kleintiere. Und jetzt werden weitere Beeren gepflückt, damit unser Nachwuchs kommt. Ah, Nitra, nicht so eilig. Wir haben da die Dürre ist überstanden. Ja, das kann man jetzt sagen. Aber das ist ja jetzt gerade erst gewesen. So. Ich habe gerade was Neues ausprobiert und es klappt. Via Miracast schicke ich das Handy-Display auf den Fernseher. Cool. Alter, das ist ja mega, wenn das funktioniert. Hast du quasi jetzt voll, also quasi Vollbild. Also Vollbild. Vollfernsehbild quasi. Großartig. So, Auflösung geht raus. 95 zu 5. 5% haben quasi jetzt an 95% verteilt. Gut. Die nächste Dürre kommt bestimmt auf jeden Fall und dann müssen wir unsere Wasserspeicher auch voll kriegen. Wir kriegen jetzt immer mehr Biber und das macht natürlich auch unseren Gesamthaushalt schwieriger. Wie schaut es denn jetzt eigentlich hier aus? Haben wir jetzt mal hier irgendwie ein Brett fertig? Hier ist eine Planke mal ready. Ah ja, hier 8 Planken haben wir schon. So, dann ist die nächste Baustelle, die wir haben, ist die Getriebeproduktion mit 100 Forschungspunkten, damit wir als allernächstes, weil das habe ich vorhin nämlich nicht gecheckt, damit wir hier mit 20 Getrieben auch den großen Wassertank bauen können. Den sehe ich oder den denke ich mir zumindest so als ideenhalber. Ich weiß nicht, der passt hier oben, glaube ich, ganz fulminant rein, hier oben Wassertanks zu stellen. So, hier wirklich auf Kante. Ja, bis hier vor. Da, wo es eh nicht gut ist. Und dann lassen wir hier Treppen laufen und hier unten pumpen. Und dann haben wir hier eine ordentliche, kurze Wege auch bis zum Tank und können relativ viel Wasser wegspeichern. Weil ich es kann. Nitram haut Punkte raus. Sehr schön. So, hier läuft gerade der Anpflanzvorgang. Sehr schön. Heute als Punkteverteiler The Code Blue. Sehr schön. Überstehen wir die nächste Dürre? Ja, ist jetzt gerade als Entscheidungsfrage offen. Wie gesagt, die werden immer heftiger und letztes Mal ging es so. Ne? Mal schauen. Wir haben jetzt natürlich auch hier wieder mehr Rückhaltspeicher. Ja, also hier wird mehr Wasser zurückgehalten. Wir müssen aber langfristig auch dran denken, dass wir schlicht und ergreifend Deiche bauen. Deiche sind wichtig. Und vor allen Dingen auch Schleusen. Deiche und Schleuse gehört eigentlich zusammen, finde ich. Und dann wird's wild. Der große industrielle Biberzwerg. Ja, vielleicht. Mehr Biber heißt natürlich auch mehr Produktion generell für uns, ne? Ist ja auch logisch. Drei Tage kommt die nächste Dürre auf uns zu. So, da brauchen wir dann erst eine Plattform, sonst kommen wir hier auch nicht mehr weiter. Hier können wir gleich weiter.
Gut, dann haben die nämlich jetzt auch noch mal ein bisschen was zu tun, die Freunde hier. Gut, okay. Damit ist unsere Holzproduktion, glaube ich, zumindest zu meinen, jetzt erstmal halbwegs safe. Hier ist Holz, in der Prinzip wird das gar nicht mehr gebraucht. 6 Babybiber haben wir aktuell schon. Wasser rückspeichern ist jetzt noch nicht so und läuft noch nicht so perfekt, ne? Liegt aber auch vielleicht daran, dass wir gerade extremst wenig Biber haben. Wubul wurde geboren, okay. Ein Biber ist verletzt. Warum? Was ist mit ihm passiert? Verletzt. Weigert sich zu arbeiten. Ja, dann ruh dich doch mal aus. Chill dich mal auf die Dachterrasse, hau dir mal ein gutes Getränk rein. Und dann wird das schon ein armes Biberchen. Ach, guck mal. Der ist hier eingebunden am Kopf. Der Arme. Ich weiß gar nicht, wo er hin will. Traurig, wenn sowas passiert. Ja, guck mal, ist ganz irritiert auch. Na, er weiß gar nicht mehr, was los ist. Schau mal. Weiter kommt. Näher komme ich nicht ran. Ist ein bisschen durch den Wind hier. Ich will den knuddeln. Ja, Julchen, du, ich glaube, das hilft auch bei der Genesung, ne? Also ich möchte das mal so behaupten, ne? Guck ihn an. Guck ihn dir an, wie er so unterwegs ist. Ja, schau. Steht aber auch ein bisschen. Also er steht schon ein bisschen neben sich, der Arme. Die nächste Vorhersage wird für den Rest des Streams sein. Das ist immer so eindeutig. 99 zu 1. Oh, das ist lieb, Julchen. Dann geht's auf jeden Fall schneller mit der Genesung. Aber das, also ich würde mich als Biber, würde ich mich hier auf die Dachterrasse, wenn ich verletzt wäre, setzen. Würde so ein bisschen entspannt sein. Ein bisschen kleines Biberbären-Cocktail trinken und so. Da lässt sich's dann auch viel leichter wieder genesen, ne? Bin ich der festen Überzeugung. Onkel Zwerg pustet auch. Immer. Ja. Verpeilt auf der Straße. Ja, so verpeilt bin ich nie. So meistens nicht. So. Das läuft hier schon ganz gut. Wie gesagt, mein Traum wäre es, diese Barrikade hier zu löschen. Dann könnten wir das Wasser, was hier da hinten rumfließt, könnten wir hier auch noch abfangen. Das würde dann auch zusätzlich noch hier reinkommen. Das könnte zwar ein bisschen überlaufen, aber das ist trotzdem cool. Ist kein Arzt für den armen Kerl. Ich weiß es nicht, ob wir da sowas bauen können. Also ich habe bisher noch nichts in die Richtung gefunden gehabt. Eine Doppeldusche vielleicht. Doch, ein Krankenbett. 80 Forschungspunkte. Wie Medizin von einem Heiler. Was? Ein Schrein. Ein kleiner Schrein, an dem Biber über die Natur nachsinnen können. Bitte? Tempel? Heiler? What he said? Karussell. Ein Karussell aus Holz für Biber jeden Alters. Zwergenliebe. Cube. SV Cube, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen im Stream. Ich merke schon, es ist ein bisschen anders als früher. Leicht. In Ordnung, sind sie wieder frisch mal Krankenbett. Das verhaut mir jetzt meinen ganzen Plan, ne? Aber es funktioniert nur besser. Wenn der Heiler da ist. Aber es funktioniert auch ohne Heiler, richtig? Sehen wir das richtig? Okay, Wasser kommt noch. Wirf die Pläne über Bord. Ich will aber nicht. Ich war doch so glücklich mit den Plänen. Forschung erweitern. Ja, wir haben aber einfach zu wenig Biber. Wir kommen gerade so raus mit dem, was wir jetzt gerade haben.
Ach komm, wir machen das jetzt dann, oder? Hier, guck mal, einmal zum Schleifen, einmal im Bettchen und oben die Dachterrasse, nur für die Erholung. Das ist doch perfekt hier. Das ist voll das Wellnesszentrum über dem Holzstapel. Ist für Biber vielleicht ja auch nochmal sowas. Na, da können sie dann ihre sitzen sie auf der Dachterrasse über ihrer getanen Arbeit. Ist doch für Biber eigentlich so das Nonplusultra. Beliebtheit. Super, Medizin. Der Beliebtheit ist insane, ne? Also, das klappt gut. So, jetzt haben wir zwei arbeitslose Biber. Das ist natürlich weniger gut. Arbeitslose Biber sind bestimmt traurig. Ein Zwerg verlängert seine Liebe. Dankeschön! Punkt. Eumel! Vielen Dank, Eumel, für dein Prime im 8. Monat. Dankeschön für den Support an der Stelle. Vielen, vielen lieben Dank dir.